Sehr massives und richtig schickes Alu-Gehäuse, hochauflösendes Display und extra schneller Prozessor. Das Surface Book 2 bringt viel mit, verlangt aber auch ein prall gefülltes Portemonnaie. Los geht's bei gut 1700 Euro. Die getestete Top-Version kostet sogar doppelt so viel. Das weckt hohe Erwartungen, die das Surface Book 2 aber fast immer erfüllt. Es leistet sich nur wenige Schwächen, wie der Test zeigt. Der Core i7 stammt aus Intels neuester Kaby Lake Air-Serie. Seine Besonderheit? Er arbeitet mit 4 Rechenkernen. Bislang gab es bei den sparsamen U-Varianten nur Modelle mit 2 Kernen. Damit holt sich das Surface Book 2 locker eine gute Note für das Arbeitstempo. Von den beiden zusätzlichen Kernen profitieren vor allem Leistungsfresser wie Photoshop. Beim Texteschreiben oder Tabellenrechnen merkt man sie kaum. Ein Grund für den sehr hohen Preis der Top-Variante ist die üppige Speicherausstattung mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB SSD. Die arbeitet dank PCI-Express-Technik sehr schnell und speichert selbst gigabyte-große Dateien in wenigen Sekunden. Für die Grafik ist ein eigener Chip zuständig. Die GeForce GTX 1050 ist das kleinste Modell aus Nvidias aktueller Top-Serie und ziemlich flott. Trotzdem reicht es beim Spieltempo nur für eine ausreichende Note. Die üppige Auflösung des eingebauten Displays überfordert die GTX 1050. Mit der Standardauflösung von 3000 x 2000 Pixel liefert der Grafikchip in vielen DirectX 11 Spielen nur 19 Bilder pro Sekunde, zu wenig, um ruckelfrei zu zocken. Mit einer reduzierten Auflösung von 1366 x 768 Pixeln stimmt das Tempo. Damit laufen auch aufwendige Rennspiele oder Action-Shooter butterweich über den Schirm. Die Kombination aus der etwas kleineren Displaygröße von 13,5 Zoll und der sehr hohen Auflösung sorgt für eine extrem scharfe Darstellung. Farben stellt das Surface Book 2 mit hoher Genauigkeit und mit satten Kontrast dar. Dafür gab es im Sichttest die Bestnote. Einzige Schwäche? Wie bei den meisten Displays mit eingebautem Touchscreen hat das Surface Book 2 einen glänzenden und leider deutlich spiegelnden Bildschirm. Das Display lässt sich abnehmen und als Tablet nutzen. Kleine Falle dabei, die Entriegelung des Displays erfolgt nicht mechanisch, sondern elektrisch per Tastendruck. Das klappt nur so lange, noch Strom im Akku ist, komplett leer funktioniert die Entriegelung leider nicht. Wer im Tablet-Modus herkömmliche Windows-Programme nutzen will, muss dann sehr genau tippen, denn die Menüs und die Schaltflächen werden durch die hohe Auflösung doch sehr klein dargestellt. Oder man kauft sich den Surface Stift zum Preis von 110 Euro dazu. Damit lassen sich auch kleinste Stellen auf dem Bildschirm ganz genau treffen. Das Surface Book 2 ist leicht und schwer zugleich. Als Tablet wiegt es mit 706 Gramm trotz größerem Bildschirm und aufwendigerer Hardware kaum mehr als ein iPad Pro in der 12,9 Zoll Variante. Als Notebook gehört es mit den 1626 Gramm zu etwas schwereren Vertretern in dieser Größe. Der Großteil des Gewichts geht auf das Konto der beiden Akkus im Bildschirm und im Tastaturunterbau. Dafür kann sich die Ausdauer sehen lassen. Als Notebook mit beiden Akkus hält das Surface 8,5 Stunden beim Arbeiten durch, beim Videoschauen sogar 9. Beim Surface Book 2 stecken Prozessor und Grafikchip im 8 mm dicken Display. Das lässt wenig Platz für Lüfter, dennoch hat es Microsoft geschafft, eine sehr leise Kühlung einzubauen. Im Normalbetrieb ist das Surface mit 0,1 Sohne selbst in ruhiger Umgebung kaum zu hören. Und selbst unter Volllast und bei Spielen hält sich das Lüftungsgeräusch mit 1,1 Sohne in Grenzen. Wie bei vielen teuren Notebooks bringt das Surface Book 2 nur wenige Buchsen mit. Der Tastaturunterbau hat 3 schnelle USB 3.0 Buchsen, eine davon im neuen Type-C Format. Darüber lässt sich auch ein zusätzlicher Monitor anschließen, beispielsweise mit einem USB-C auf dem HDMI-Adapter. Das Display hat leider nur eine einzige Buchse, eine 3,5 mm Klinke für Kopfhörer oder Headset. Tastatur und Touchpad sind richtig gut, die Tasten sind fast alle normal groß und haben einen gut fühlbaren Druckpunkt. Das Touchpad hat eine sehr angenehme Oberfläche, nicht zu rau, nicht zu glatt. Damit lässt sich der Mauszeiger sehr genau führen. Zum Arbeiten ist das Microsoft Surface Book 2 ein echter Traum. Schnell, leise, ein super Display, das sich nebenbei auch noch als Top-Tablet nutzen lässt. Viel Speicher, viel schneller Speicher vor allen Dingen in Form einer 1 TB SSD. Aber das lässt sich Microsoft auch fürstlich bezahlen. Die getestete Top-Variante kostet fast 3.500 Euro. Das ist doch eine Menge Holz. Wer nur das tolle Display haben will und ein immer noch schnelles Notebook, der nimmt einfach die kleinste Variante, Surface Book 2, und zahlt dann nur die Hälfte.